So ihr Lieben, wir gehen rein, neue Runde Datengold, okay, let's go. Okay. Kessem am Mike, klick mal auf Like, bist du der Babo, klick mal auf Abo. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und Freund des Roboters. Ich habe mich wieder bedient bei der Liga-Insider KI und habe ein paar coole Stats hier rausgebastelt und die zeige ich euch genau jetzt. So, wir gehen mal ganz entspannt heute rein. Ist auch schon wieder fast Spieltag 8. Die Zeit fliegt hier. Und morgen ist auch schon wieder, wird auch schon wieder gebolzt. Und zwar in Mainz zu Hause. Und da geht bei denen ja gar nicht so viel. Und es kommen die Pfohlen angaloppiert. Und warum Mainz auch morgen leer ausgehen könnte, das habe ich mir mal in den Stats besorgt. Torschussvorlagen zugelassen. Da lässt Mainz die zweitmeisten zu. Und Kreation, Torschussvorlage, Gladbach ist da richtig gut. Die setzen ihre Jungs da richtig gut in Szene. Wen Sioane aktuell nicht in Szene setzt, das ist Kevin Stöger. Alle Besitzer plagen da aktuell die Kopfschmerzen. Und der ist da richtig gut in dem Stat selber. Der ist aber wahrscheinlich morgen gar nicht auf dem Platz, sehen wir ja morgen. Aber rein von der Qualität her hat Gladbach da noch einen Spieler, der die richtig sauber auch anbringt. Und das ist Tim Kleindienst. Der spielt da laut Tool qualitativ den fünftbesten Ball und deswegen ist er hier auch Tim mit Auge, so habe ich ihn hier mal getauft, den man gut im Blick behalten. Und dann gibt es da gleich noch eine Metrik, die mir da ins Auge gesprungen ist und auch die spricht für Gladbach. Ja, könnten hier die richtig gut edgen morgen und das sind die Abschlüsse nach Standards und auch hier wäre Stöger ein Mann gewesen, aber da gibt es eine neue Hoheit und zwar Hoheit Honorar. Der lässt sie aktuell da reinfliegen und das kann hier auch ein richtiges Mittel werden, denn auch hier ist Mainz anfällig, lassen die viertmeisten zu und Gladbach ist hier richtig geil, auch in dem Segment die zweitmeisten Abschüsse nach Standards und hier haben sie eine richtig coole Balance. Tim ist hier wieder mal zu nennen. Ich habe ihn mal Tim mit Timing. Von der Positionierung ist er da richtig gut, bringt sich da gefährlich in Szene. Aber was man hier auch sagen muss, Gladbach hat da schon 31 Abschlüsse nach Standards erzielt und die haben da eine richtig gute Balance, denn dieselbe Anzahl hat nämlich auch Ko Itakura. Auch der ist da richtig gut und hat jetzt auch zweite Welle nach dem Eckball gegen Heidenheim auch da für Gefahr gesorgt und auch schon wieder mal eingenetzt. Also, ja, zwei richtige Top-Plays hier, Tim und Co. Also, Gladbach hier morgen richtig guten Shot über die Standards und auch generell über die Torschussvorlagen. So, wir gehen mal weiter Richtung Konfi da mit VfB Stuttgart gegen Kiel, ganz confident. Stuttgart, der Favorit, das ist, glaube ich, klar. Und Stuttgart mit Toren und Großchancen. Da sind sie aktuell die 4. Mega nicer Stat hier. Sogar vor Freiburg und RB, die ja vorne oben die Tabelle da rumkochen. Da kreiert sich Stuttgart richtig viel. Und Kiel, das wissen viele wahrscheinlich auch schon. Wer hier das Format guckt, der weiß Bescheid. Die lassen da richtig viel zu. Schon 25. Zweitschwächstes Team da. Und ja, kann gut sein, dass das da wieder rappelt. Am Samstag in der Konfi. Und einen Mann sollten sie hier besonders im Blick behalten. Alle Kieler. Ja, natürlich. Das ist Dennis Undav. Die 6 overall. Tore und Großchancen kreiert. Und deswegen auch eine heiße Fackel für das Spiel. So, wir gehen weiter auf den Sonntag. Und ja, also die Stats muss ich bringen. Das ist Captain Obvious. Aber ich mach's trotzdem, weil rein statistisch ist es das klarste Matchup. Tore und Großchancen, Bochum. Die offenste Scheune der Bundesliga. Das ist so und Bayern erspielt sich die meisten Tore und Großchancen. Da haben wir Harry in Styles, so habe ich ihn mal hier drin. Da ist er die 1 zusammen mit Mamouche, beide haben da 11. Und ja, ich muss hier direkt noch ein Stat nachwerfen. Schnittstellenpässe, auch das wissen vielleicht schon einige. Bochum muss da Sonntag echt hellwach sein, den Bus hinten richtig gut parken und die Schnittstellen auf jeden Fall im Blick behalten. Da lassen die nämlich die zweitmeisten Pässe zu. Das sind 16, also pro Spiel mindestens 2. Und Bayern spielt hier auch die meisten mit 29. Und Kimmich ist hier die 1 mit 9 Stück. Also fast ein Drittel läuft hier über Josh. So, dann will ich mit euch mal weitergehen. Und das ist für mich das heimliche Spitzenspiel. Union Berlin, die alte Festung gegen die Momentumkönige mit 069 Swag. Ich liefere euch hier mal den ersten Stat. Das sind die In-Swinger-Halbfeldflanken. Das sind die Flanken aus dem Halbfeld mit Schnitt zum Tor. Und die schlägt Union richtig oft und richtig gut. Und da ist Frankfurt eine offene Scheune. Da haben sie eine offene Baustelle.
Da lassen sie nämlich die meisten zu. Deswegen kann das hier ein richtig gutes Rezept sein für Union Berlin, wenn sie da mal den einen oder anderen Richtung Tor Kevin Trapp fliegen lassen. Und die meisten lässt einer fliegen und das ist Jorbe. Ich habe hier mal From Jorbe with Love geschrieben. Der ist ja der beste Unioner in dem Segment. Da ist er richtig gut. Da ist er sogar Platz 2. Er geteilt sich da mit einigen anderen Jungs den Platz. Nur Pascal Groß schlägt da noch mehr. Deswegen sollte Frankfurt Jorbe gerade bei den Halbfeldflanken in Swinger gut im Blick behalten. So, und wir bleiben bei dem Match. Ich habe noch einen zweiten Stat und der spricht aber pro Frankfurt. Deswegen könnte das hier eine richtig heiße, ausgeglichene Partie werden. Wenn Union die In-Swinger-Flanken ownt, dann ownt Frankfurt die Dribblings. Ja, da sind sie richtig gut. Dribblings zugelassen, Union die 5 und erfolgreiche Dribblings ist Frankfurt die 4. Und noch viel wichtiger, sie haben den Mann mit den meisten Dribblings overall, das ist Marmoush. Und sie haben den Mann mit der besten Quote erfolgreiche Dribblings, das ist Ekitike. Daher kann das ein absolutes King-Matchup hier sein pro Dribbling. Also wenn es ins Dribbling geht, dann fliegen da die Frankfurter Adler da über die Unioner. Das könnte richtig heiß werden. Was Union aber gut macht, die Dribblings verteidigen sie in der roten Zone. Wenn wir jetzt nochmal einen Tick tiefer graben, da sind sie richtig gut. Also da muss Frankfurt wirklich alles auspacken in der roten Zone, dass sie da heiß, ja, ein paar Dinger versenken und sich da gut in Szene dribbeln. Das war's von mir. Was war euer Lieblingsstat? Oder habt ihr eventuell noch einen neuen Stat für mich? Dann packt den mir gerne mal hier rein in die Kommentare. Und dann haben wir gestern mal auf den Zeidler-Abgang reagiert. Was macht das mit Bochum? Und wir haben hier noch die Pyramide mit King Guido. Und damit bin ich raus. Ich melde mich morgen wieder zum Spieltag Nummer 8. Tschüss.